Hallo Marc, hallo Dani, ich grüße euch, ihr beiden. Hier ist Ingrid. Ich bin noch 79 Jahre alt und wollte nicht versäumen, euch zu den 50.000 Abos zu gratulieren. Ich finde euch sagenhaft. Macht weiter so und tschüss. Fast jedem Krimi ist England Zentrum des Geschehens. Dieses Mal gehen wir nach Apulien, Italien. Ich will mich vorstellen. Ich bin Don Matteo. Vielleicht kennen mich auch einige von Ihnen. Ich war viele Jahre lang nicht hier. Aber ich bin hier ganz in der Nähe geboren. Nur 30 Kilometer entfernt. Könnten Sie sich um die Beerdigung meines Mannes kümmern? Ja, doch. Wie ist er gestorben? Er hat sich angeblich von der Brücke gestürzt. Ich bin verzweifelt, Vater. Ich bin gläubig. Und Slavko war es auch. Ich kann einfach nicht den Gedanken zulassen, dass seine Seele keinen Frieden findet. Nicht verzweifeln. Vielleicht hat er es im letzten Moment bereut. Ist Maresciallo Cecchini hier? Ja. Danke. Sehr gern, kein Problem. Entschuldigen Sie, ich suche Maresciallo Cecchini. Dort hinten, am Schreibtisch. Danke. Lauro, habe ich nicht gesagt, dass wir die Unterlagen heute auf meinem Schreibtisch liegen haben? Geh und hol sie sofort. Okay, mach ich, Maresciallo. Guten Tag. Ah, der neue Pfarrer. Bitte setzen Sie sich. Lauro, hol einen Stuhl. Da ist doch einer. Aber nein, wir brauchen einen bequemeren. Roselli, bring mir deinen. Ah, das ist der Richtige. Nehmen Sie Platz. Ich bin Don Matteo. Ich weiß, Maresciallo Cecchini. Ich weiß. Bitte. Kann ich Ihnen was anbieten, Vater? Kaffee, Cappuccino, Croissant, alles, was Sie wollen. Kein Problem. Es gibt da unten ein Café. Da schicke ich einfach jemanden vorbei. Nein, danke. Aber ich hätte gern... Nur raus damit. Den Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief? Ja, von wem denn? Na, von dem Mann, dessen Leiche Sie unter der Brücke in der Via Garibaldi gefunden haben. Der Selbstmörder. Genau das ist der Punkt. Meriana, die Witwe, sie kommt nicht zur Ruhe. Sie kann nicht glauben, dass ihr Mann Selbstmord begangen hat. Aber ja, Vater, er hat sich das Leben genommen. Wir haben alles untersucht. Keine Anzeichen von Fremdeinwirkungen. Naja, und dann ist da noch dieser Brief, den er an seine Frau geschrieben hat. Wurde eine Analyse der Handschrift gemacht? Unmöglich, weil der Brief durchnässt ist. Er ist ganz verblasst, da ist nichts zu machen. Darf ich ihn mir ansehen? Ja, den Brief? Vater, das geht nicht. Ich würde vieles für die Kirche tun, aber das ist gegen das Gesetz. Wissen Sie, ich bin vor ein paar Jahren angeschossen worden. Naja, ich habe hier sogar eine Narbe. Es war ein Wunder, dass ich gerettet wurde. Meine Mutter hat jeden Tag für mich gebetet. Ich bin zu 1000% gläubig, aber ich bin auch Polizist. Und dem Gesetz treu. Außerdem habe ich einen Vorgesetzten, Capitano Anceschi. Hören Sie, Vater, ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich bin längst nicht so ein überzeugter Katholik wie unser Maresciallo Cecchini. Aber ich meine gelesen zu haben, dass die Kirche Selbstmördern vergibt, weil sie ihnen nachträgliche Reue zubilligt. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Nun, dann ist es doch Ihre Aufgabe und nicht unsere, der Witwe klarzumachen, dass uns das Geschehene selbstverständlich sehr leid tut. Aber, dass sie ihren Mann beruhigt beerdigen kann, da seine Seele gerettet wird. Wir tun also unsere Pflicht, sie tun ihre. Nichts anderes habe ich vor. Aber er hatte keinen Grund, Selbstmord zu begehen. Daher nehme ich mir die Freiheit, ein wenig... Nein, Vater, hören Sie, Sie mischen sich nicht in unsere Ermittlungen ein. Nein, ich werde Ihnen diesen Brief ganz sicher nicht zeigen. Ich muss das nicht tun. Das ist polizeiliche Arbeit. Der Brief befindet sich jetzt in den Akten, die ausschließlich den Ermittlern zur Verfügung stehen. Verstanden? Ach, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hören Sie, ich habe es gerade etwas eilig. Es dauert nicht lang. Gut, worum geht's? Guten Tag, Vater. Ah, Dr. Galimberti. Sie können gehen, Franciosi. Ich kümmere mich um, Don Matteo. Don Matteo. Sie sind also der neue Pfarrer. Es ist schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Und womit verdiene ich Ihren Besuch? Ich möchte meine Gemeindemitglieder kennenlernen. Ja, ich weiß, ich hätte zur Messe kommen sollen, aber Sie haben keine Ahnung, wie viel Arbeit hier in der Fabrik immer auf mich wartet. Ich bin sogar gezwungen, auch sonntags zu arbeiten. Das verstehe ich wirklich sehr gut.
Ich arbeite hauptsächlich am Sonntag. Was ich damit sagen wollte, ist, wir sind kurz davor, mit den Deutschen ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Und deshalb läuft uns eben die Zeit davon, nicht wahr? Aber wenn Sie die Fabrik besichtigen wollen, ich habe ein paar Minuten, kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Vielen Dank. Wie ich sehe, haben Sie viele ausländische Mitarbeiter. So ist es. Die Arbeitslosigkeit hier in der Gegend ist hoch. Aber es ist auch so, dass viele Anwohner bestimmte Arbeiten nicht mehr machen wollen. Und das ist der Grund, wieso die Fabrik zu einer Art Turm zu Babel geworden ist. Bei uns arbeiten Menschen aus 4 verschiedenen Religionen zusammen. Christen, Muslime, Hindus und Buddhisten. Diejenigen, die den meisten Ärger machen, sind die Muslime. Ihnen ist jeder Vorwand recht, um sich zu beschweren. Zum Beispiel wollen sie eine eigene Kantine, weil sie kein Schweinefleisch essen. Und dann wollen sie auch noch eine Moschee in der Fabrik. Tja, und sie beten und beten 5-mal am Tag. Wäre doch nicht schlecht, wenn die Christen auch 5-mal am Tag beten würden. Ich bin schon froh, wenn es die meisten von uns einmal täglich schaffen. Ja, ich weiß, Vater, aber versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. 5-mal am Tag und das für 10 Minuten. Das sind 50 Minuten, in denen ich die Leute bezahlen soll. Und das, obwohl sie nicht arbeiten. Mein Großvater hat mit 20 Arbeitern angefangen. Und heute beschäftige ich hier ganz genau 300 Leute. Leider nur noch 299. Ja, das ist wahr. Der arme Slavko. Es tat mir so leid, das zu hören. Er schien mir ein ruhiger, ausgeglichener Mensch zu sein. Und dann sowas. Aber er hat immer hart gearbeitet. Ja, er wurde sogar schon befördert. Und zwar in die Wartungsabteilung. Sehen Sie, dort drüben hat er gearbeitet. Doktor? Doktor, entschuldigen Sie, aber Herr Friedmann ist für Sie am Telefon. Ja, hören Sie, Vater, es geht um das Geschäft, von dem ich erzählt habe. Ich muss leider gehen. Wünsche einen schönen Tag. Ihnen auch, danke schön. Die Sonne brennt unbarmherzig auf die Häuser der kleinen Stadt. Ich bin Serdan Radorovic und ich bin Moslem. Slavko und ich waren nicht gerade Freunde. Aber jetzt, wo er tot ist, tut es mir leid. Ja, das verstehe ich. Die Gewerkschaft fordert weniger Arbeitsstunden, einen gerechteren Lohn und mehr Sicherheit für die Arbeiter. In dieser Fabrik gab es schon viele Unfälle. Vor kurzem wollte die Aufsichtsbehörde deswegen hier alles dicht machen. Und hat sich seither etwas geändert? Nicht viel, aber immerhin haben sich die Arbeitszeiten verbessert und die Fabrik wird renoviert. Manches wird erneuert und sicherer. War es schwierig, sich an die Umstände hier zu gewöhnen? Der Koran lehrt uns, keine Angst vor schwierigen Dingen zu haben. Ich bin sicher, wenn wir weitermachen und nicht aufgeben, dann wird sich in dieser Fabrik vieles verbessern. Ja, Vater, Sie hatten recht. Der Brief wurde nicht von einem Linkshänder geschrieben. Aber was soll uns das sagen? Tja, das bedeutet, dass dieser Brief ganz sicher nicht vom Toten geschrieben wurde. Das müssen Sie mir genauer erklären. Die Maus lag links. Wovon reden Sie? Leg die Computermaus auf der linken Seite, heißt das? Dass die Maus, dass er Linkshänder ist. Sehr gut, Watson. Genau so lag sie auf Slavkos Schreibtisch. Ach so, verstehe. Jetzt haben wir ein Problem. Welches Problem? Vater, Sie kennen Capitano Manchelski. Sie wollen diese nicht jetzt. Wenn ich einfach hingehe und sage, dass ich etwas rausgefunden habe, dann wird er misstrauisch werden. Nicht, dass er mich etwa für dumm hält oder so, aber er hält mich ganz sicher auch nicht für eine Art Sherlock Holmes, verstehen Sie? Er wird mir auf die Schliche kommen und mich dann nach Sardinien versetzen. Vater, bitte, was soll ich denn jetzt bloß tun? Verstehe, aber wie kann ich da helfen? Rein damit! Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich die Suppe wegkippen? Unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Nein, ich habe nicht über Sie gelacht, Maresciallo. Ja, hallo? Maresciallo, Capitano Anceschi. Veranlassen Sie umgehend eine Schriftanalyse des Briefes, den wir bei der Leiche gefunden haben. Ich möchte wissen, ob er von einem Linkshänder geschrieben wurde. Ja, und sobald ich im Büro bin, möchte ich die Antwort auf meinem Schreibtisch finden. Ist mir egal, wie Sie das machen. Maresciallo, ich erinnere daran, dass Ihre Beförderung von vielen kleinen Dingen abhängt. Tun Sie, was ich sage. Dieser verrückte Priester. Wir haben auf dem Fabrikgelände nochmal alles untersucht und es sind Beweise aufgetaucht, die Sie schwer belasten. Verstanden?
Klar ist, dass das Opfer Slavko nicht unter der Brücke, sondern in der Fabrik gestorben ist. Aufgrund der Anwesenheitsliste wissen wir, dass Sie an diesem Abend gearbeitet haben. Sie sind doch Rodorovich Srdan, richtig? Ja. Sie hatten in der vermeintlichen Tatnacht zusammen mit Slavko Dienst. Nein, Maresciallo, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich früher gegangen bin. Ah ja? Doch niemand hat Sie gesehen. Wieso? Ich bin nach Hause gegangen, um den Ramadan zu feiern. Allein. Ich sage Ihnen jetzt, was wirklich passiert ist. In jener Nacht haben Sie sich mit Slavko gestritten, ihn umgebracht, dann Angst bekommen und die Leiche von der Brücke geworfen, nicht wahr? Ich war noch nie auf dieser Brücke. Ach nein. Sehen Sie, Rodorovich, dieser Knopf hier gehört zu diesem zerrissenen Anzug. Das ist eindeutig Ihr Anzug und der Knopf dazu. Wo haben wir den gefunden? Er lag auf der Brücke, von dem das Opfer geworfen wurde. Wie kommt er dahin? Der Knopf und der Anzug gehören mir, ja. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Jemand könnte den Knopf abgerissen haben, als der Anzug in meinem Spind hing. Ah, der Knopf wurde also in Ihrem Spind abgerissen. In der Nacht, in der Sie niemand gesehen hat. Und das soll ich Ihnen glauben? Ist das Ihr Ernst? Nino, lies mal die verdammte Scheiße. Oh, sei ruhig, der Priester. Entschuldigen Sie, Vater, aber hier passiert nie was. Und jetzt, naja, direkt auf der ersten Seite. Was steht denn da? Ich lese vor. Hier steht, dass der Kroate auf der Brücke gar keinen Selbstmord begangen hat, sondern ermordet wurde. Sie haben den Schuldigen bereits verhaftet. Ein Kollege Srdan Rodorovic. Ja, genau, der war's. Am Abend zuvor gab es einen heftigen Streit zwischen den beiden. Sie wurden handgreiflich und Rodorovic bedrohte das Opfer öffentlich. Dann spricht wohl alles gegen ihn. Ja, sieht ganz so aus. Sie haben einen Knopf seines Anzugs auf der Brücke gefunden und warten nun auf die endgültigen Ergebnisse weiterer Untersuchungen. Rodorovic soll das Opfer erst von einem Silo gestoßen und dann den Leichnam von der Brücke geworfen haben. Tatsächlich fand man kein Wasser in den Lungen des Toten. Und auch die Verletzungen entsprachen nicht denen, die man bei einem Sprung von der Brücke hätte davontragen können. Hat man Beweise für einen Kampf gefunden? Nein. Davon steht hier nichts. Wer lässt sich von einem Silo werfen, ohne sich zu wehren? Tja, wer weiß, vielleicht wurde das Opfer ja überrascht. Gibt es Neuigkeiten? Ja, die gibt es, aber ich darf leider nicht darüber reden. Sie können mir vertrauen. Das tue ich ja, aber... Maresciallo, ich kann Geheimnisse bewahren. Sonst könnte ich keine Beichten abnehmen. Lassen Sie uns woanders hingehen, okay? Don Matteo, es ist eindeutig. Die DNA des Blutes und die Haare, die unter dem Silo gefunden wurden, sind von Slavko. Rodorovic hat ihn getötet und von der Brücke geworfen, sodass es wie ein Selbstmord ausgesehen hat. Nein, also ich denke nicht, dass es so war. Sie verteidigen den? Er hat kein Alibi. Er war angeblich allein zu Hause. Aber das glauben Sie doch nicht etwa, hä? Maresciallo, wann war laut Autopsie der genaue Todeszeitpunkt? Zwischen 21 und 22 Uhr, während der Nachtschicht. Wissen Sie, Ramadan ist ein Familienfest. Ein bisschen so wie unser Weihnachten. Ich frage Sie also, was würden Sie tun, wenn Sie an Heiligabend allein in einem fremden Land wären? Das ist traurig. Ich würde zu Hause anrufen. Ja, richtig. Und vielleicht hat das Rodorovic auch getan. Wieso hat er uns das dann nicht gesagt? Ich denke, er wollte seine Familie aus der Sache raushalten. Ja, mag sein. Würden Sie nicht auch alles tun, um Ihrer Familie keine schlechten Nachrichten überbringen zu müssen? Ich erinnere mich an eine Situation in Mailand, als mir das Auto gestohlen wurde, rief ich zu Hause an und sagte nichts. Maresciallo, überprüfen wir Rodorovics Telefonate. Tun Sie mir den Gefallen. Was soll ich tun? Wie denn? Soll ich dem Capitano vom Ramadan und Weihnachten, dem gestohlenen Auto in Mailand und der Telefonliste erzählen? Ist das der Plan? Don Matteo. Sehr gut, Sie hatten den richtigen Riecher. Rodorovic telefonierte am Tatabend eine ganze Stunde lang. Na, er ist also nicht der Täter. Nein, die Anrufliste entlastet ihn. Gott sei Dank zahlt kein Unschuldiger zu Unrecht den Preis. Aber wenn er nicht zahlt, wer zahlt dann? Es gibt einen Durchbruch bei den Ermittlungen zum Brand, der die Borghini-Werke schwer beschädigt hat. Don Matteo, wie war mein Gemüsestrudel? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein wahres Gedicht. Der tragische Brand, bei dem der Textilindustrielle Bruno Borghini ums Leben kam, hat sich als Brandstiftung herausgestellt. Die Ergebnisse genauerer Untersuchungen des Geschehenen gaben den Ermittlern die Gewissheit, dass das, was zunächst wie ein tragischer Unfall aussah, ein Verbrechen war und vorsätzlich begangen wurde.
So was. Erst bringen Sie die Leute um und lassen es dann wie ein Unfall aussehen. Ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Meiner Meinung nach handelt es sich nicht um einen als Selbstmord getarnten Mord, sondern um einen als Selbstmord getarnten Selbstmord. Nein. Es ist ein als Mord getarnter Unfall. Ich war verwirrt. Was ich eigentlich meinte, es war ein als Mord getarnter Unfall. Es tut mir leid, dass ich um diese Uhrzeit anrufe, aber ich denke, ich kenne den Schuldigen. Ich habe es wie Sie gemacht und mir eine Frage gestellt. Wer profitiert von der Situation, hä? Ja, genau richtig. Nur er, sonst keiner. Soll ich einen Haftbefehl gegen ihn beantragen? Ja gut, wir behalten ihn im Auge. Auf Wiederhören. Warten Sie. Die Beförderung. Hören Sie, Senor Capitano, ich wollte kurz mit Ihnen über die Beförderung reden. Ja, verstehe. Nicht der richtige Zeitpunkt, ja. Ist der richtige Zeitpunkt? Slavko hat auf dem Plateau des Silos gearbeitet. Da die Sicherungsvorrichtung vollkommen veraltet war, hat er das Gleichgewicht verloren und ist abgestürzt. Als sie am nächsten Tag in die Fabrik kamen, wie gewöhnlich als Erster am Morgen, fanden sie Slavkos Leiche. Sie wussten sofort, dass das ihren Ruin bedeuten würde. Wäre der Vorfall an die Öffentlichkeit geraten, wäre das Geschäft mit den Deutschen geplatzt. Und sie wären gezwungen gewesen, die Fabrik für lange Zeit zu schließen. Es wäre das Ende von allem gewesen. Anstatt die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen, beschlossen sie, das Ganze zu vertuschen, indem sie einen Selbstmord inszenierten. Aber Slavko war im Gegensatz zu ihnen Linkshänder. Und so wurden die Untersuchungen wieder aufgenommen. Als der vorgetäuschte Selbstmord durchschaut war, brauchten sie einen neuen Plan. Also machten sie aus dem Selbstmord einen Mord. Sie wählten einen glaubwürdigen Täter aus, Rodorovic. Er hatte sich mit dem Opfer kurz zuvor gestritten und in dieser Nacht Dienst. Auf diese Weise hatten sie nicht nur den perfekten Täter, sondern sich gleichzeitig auch eines Unruhestifters entledigt. Jetzt fehlte nur noch ein eindeutiger Beweis. Also lösten sie heimlich einen Knopf an Rodorovics Overall und legten ihn gut sichtbar für die Spurensuche auf der Brücke ab. Das sind nichts als Verleumdungen. Sie haben keine Beweise. Die brauche ich auch nicht. Das ist die Aufgabe der Polizei. Aber ich hoffe, dass Sie verstehen, dass Sie durch eine Fahrlässigkeit Ihr ganzes Leben ruiniert haben. Sie wollten sich nicht an die gängigen Sicherheitsvorschriften halten. Nur haben Sie nicht damit gerechnet, dass dadurch ein Mensch stirbt. Hören Sie, Vater, ich brauche Ihre Predigten nicht. Doch, ich denke schon. Denn wissen Sie, keiner von uns ist unfehlbar. Aber jeder kann aus gemachten Fehlern lernen. Hör mal zu, hat 50.000 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Dass unser Hobby mal so eine Reichweite haben wird. So viele, die sich an diesem Hobby erfreuen. Ob jung, ob alt. Also ich bin begeistert. Und jetzt noch ein Bonus-Kopfkino. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Sagt Ihnen der Name Nicky Turnbull irgendetwas? Dieser Promi-Kriminelle? Ich habe den gerade auf der Fahrt im Radio gehört. Was halten Sie davon? Ich habe nicht besonders gut hingehört. Morddrohungen erhält der Herr. Seine Agentin hat angerufen. Wir sollen ihn im Auge behalten, solange er hier ist. Als Babysitter? Ich bin auch nicht sehr überzeugt von diesen Drohungen, aber andererseits habe ich mal diskret bei der Regierung nachgefragt und Mr. Turnbull hat schon einige Feinde. Kennen Sie vielleicht sein Buch? Nein, ist an mir vorbeigegangen. Das kam jetzt als Paperback heraus. Die erstaunliche Geschichte eines Jungen aus dem nordenglischen Armenviertel von Tyneside. Er enthüllt die gefährlichsten Geheimnisse des MI5 und des Pentagon. Der erste Rock'n'Roll-Hacker. Ah, dann haben Sie doch zugehört. Naja, das blieb irgendwie hängen. Und er klaute auch ein paar Millionen aus verschiedenen betrieblichen Spareinlagen. Dazu gehörten auch Oxforder Colleges. Er landete im Knast, wo er lernte, Autor zu werden und bekehrt wurde.
Ist doch rührend, oder nicht? Ja, ich kenne Besseres, um mich rühren zu lassen. Aber er kommt aus Ihrem Heimatort. Reden Sie doch mit ihm über Hunderennen und den Fußballer Alan Shearer, so heißt er doch. Ja, so heißt der Mann, aber der ist im Ruhestand. Hier ist das Buch und die Liste seiner Termine in Oxford. Passen Sie auf, dass er bis morgen Nachmittag am Leben bleibt. Und prüfen Sie auch, ob er jetzt im Ruhestand ist. Ist klar. Ich weiß noch, als der Laden hier im Gefängnis war. Ist wohl ein Kompliment an unsere Aufklärungsrate, dass es nicht mehr gebraucht wird. Ja, so muss es sein. Haben Sie es schon durch? Ja, quer gelesen. Ah, taugt es was? Na, er nutzt die Faszination des Publikums für Verbrechen und Verbrecher aus. Werden wir vielleicht auch ausgenutzt? Ich frage mich, ob der Polizeischutz nicht nur der Publicity dient. So starke Polizeipräsenz, hä? Ihre Agentin sagte, es gäbe Morddrohungen. Wir haben die Anweisung, Sie zu schützen. Euch Knaben hätte ich eher gebraucht, als ich im Knast saß. Die alten Knackis haben es Ihnen wohl schwer gemacht. Steht alles im Buch. Und ihr habt es bestimmt noch nicht gelesen. Doch, ich hab's gelesen. Ist das ein netter Kerl, ihr Sergeant? Ich weiß. Leider kenne ich Ihr Buch noch nicht. Also sagen Sie mir, wer Sie umbringen möchte. Ziemlich sauer sind ein paar Typen im Pentagon. Und unsere Regierung hat ein paar in den Ruhestand geschickt, mit vollen Bezügen sicher. Und ein paar Millionen habe ich Londoner Börsenheinis aus der Tasche gezogen. Das tun die gegenseitig dauernd, aber sie mögen es nicht, wenn es einer wie ich tut. Der Robin Hood der 90er. Ich stahl es den Reichen und ich hab's für mich behalten. Das ist wirklich gut. Ich zitiere Ihr Buch. Ich sage ja, wirklich gut. Wieso sollten diese Menschen Sie denn jetzt töten wollen? Das ist doch alles Jahre her und Sie sagen, Sie sind im Ruhestand. Oder ist es nur Publicity für das Paperback? Vermutlich hat die Veröffentlichung des Paperbacks Sie nochmal daran erinnert, dass ich weiß, wo Ihre Leichen im Keller liegen. Unterrichten Sie die Security, James. Kommen Sie noch oft nach Hause? Jeden Abend, wenn es keine größeren Zwischenfälle gibt. Nein. Ich meine, oben in den Norden. Zum letzten Mal war ich da vor 15 Jahren, zu Onkel Harrys Beerdigung. Fehlt es Ihnen nicht? Falls es so wäre, würde ich öfter hochfahren. Ach, hören Sie auf, Mann. Du kannst den Jungen aus Tyneside rausholen, nur nicht Tyneside aus dem Jungen. Sorry, ich war noch nie so ein Berufsnordengländer. Vielen Dank, Mr. Webster. Einen angenehmen Aufenthalt. Ich werde mich jedenfalls bemühen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun, Sir? Was können Sie mir über die Sicherheitsvorkehrungen hier sagen? Die Sicherheit? Na, zum Beispiel, wer hier reinkommt und rausgeht. Wie ich sehe, haben Sie Überwachungskameras. Ja, ich schätze mal, die sind unsere Sicherheit. Und die richten sich auf den Haupteingang und den Ausgang zum Parkplatz? Ja. Laufen die 24 Stunden? Das nehme ich an. Ich habe um 5 Schluss. Und dann ist wer? Sein Name ist Paul. Er gehört zum Hotelpersonal. Ich bin nur Teilzeit beschäftigt. Okay, na. Danke, Chloe. Ach, was studieren Sie? PPW. Politik, Philosophie, Wirtschaft. Alles Gute für Ihr weiteres Leben. Hallo, Mr. Turnbull. Nikki. Nikki, wir sind Ihr Empfangskomitee. Caroline Morton, Studentin der Anglistik und Vorsitzende des Debattierclubs. David Harvey, der Schriftführer des Clubs. Ich habe die Lobhudeln der Einladung geschrieben. Und ich habe sie diktiert, weil ich lange Wörter kenne und Satzzeichen. Joe Gilchrist, Journalistikstudentin. Ich bin Rugby-Spieler, ich mache nur in Muckis. Hallo, sagen Sie, spielen Sie nicht auch für England? Waren Sie im Stadion? Nein, ich habe sie in der Glotze gesehen. Dann haben Sie auch diesen riesen Australier gesehen, der mir mein Knie zertrümmert hat. Hab seitdem nicht mehr gespielt. Aber wir helfen ihm bei der Therapie. Kann ich mir vorstellen. Steven, Gilchrist, Joes Bruder. Ich bin in keinem Komitee, ich laufe da nur so mit wegen des Gratis-Buffets und pass auf, dass meine Schwester keinen Mist baut. Allerdings total erfolglos. Das ist echt keine Überraschung. Aber die Kasse haben wir Steven überlassen. Er kümmert sich auch um Ihre Ausgaben. Das ist einfach, ich hatte gar keine. Dann setzen wir uns doch alle und trinken einen Schluck. Hat jemand was gegen Champagner? Also ich keinen Fall. Bringen Sie uns bitte eine Flasche Champagner und 5 Gläser. Wie wollen Sie das organisieren, Sir? Zunächst ist das kein Einsatz für 2 Leute. Setzen Sie das auf meine Rechnung. Eigentlich ist das gar kein richtiger Einsatz. Die Nachmittagsschicht oder die Abendschicht, Sie haben die Auswahl. Ach, nachmittags wäre prima. Ich habe heute Abend was vor, aber es ginge auch anders, wenn Sie was vorhaben. Ich habe selten was geplant. Ach, er hat Ihr Buch signiert. Dann werde ich es bestimmt in Ehren halten. Für Tom, meinen Lieblingsbullen.
Tom? Tom, James. So ähnlich ist das doch gar nicht. Sehen Sie mal, wie er das geschrieben hat. Schwachen Rechtschreibung. Und der will Autor sein. Ja, dafür gibt's heute Computer-Rechtschreibprogramme. Behalten Sie mich im Auge, Tom. Sonst werde ich den blöden Kerl noch selber umlegen. Auf euch. Auf Sie. Auf nachher. Hey, also dann. Wer ist das? So ein Spezialbulle? Ich könnte es Ihnen sagen, aber dann müsste ich Sie auch erschießen. Wir haben Ihnen etwas mitgebracht. Schön, ich mag Geschenke. Das stammt von mir. Joe will mal Boulevardredakteurin werden, wenn sie groß ist. Ich habe ihr gesagt, dass sie beides nicht schafft, aber sie ignoriert mich. Und wer ist Sam? Ein berühmter Professor der Anglistik, aber Sam ist nicht sein richtiger Name. Und der schummelt? Examensschwindel auf Computerbasis. Nicht schlecht. Und nächste Woche werden wir ihn auffliegen lassen. Wir hoffen auch, dass Sie uns bitte ein tiefgründiges Interview während Ihres Aufenthalts geben werden. Wir? Caroline und ich arbeiten zusammen bei solchen Themen. Naja, meine Infos werden Ihnen vielleicht etwas haarig vorkommen, aber wenn Sie das Risiko eingehen wollen... Wir freuen uns immer auf ein Risiko. Er ist alles, was ich hasse. Ach, wirklich alles? Ein Promi-Krimineller und patriotisches Nordlicht. Das sind doch nur zwei Dinge. Das reicht mir voll und ganz. Wenn Sie mir erzählt hätten, als ich noch ein kleiner Junge in Biker war, dass ich eines Tages hier in Oxford reden würde, hätte ich gesagt, Quatsch, kein Blechmann. Und Caroline hat recht. Geht bloß nicht ins Gefängnis. Das Essen ist grausam, der Zimmerservice schrecklich. Und da hocken lauter Chelsea-Fans. Ich hab's da rausgeschafft, weil ich ein Buch geschrieben habe. Und davon möchte ich Ihnen erzählen. Wir leben in einer Welt voller Informationen. Das Internet ist randvoll mit dem Zeug. Die Hälfte davon ist zutreffend, aber langweilig. Die andere Hälfte ist schlicht falsch und unnütz. Aber 1% davon ist äußerst wertvoll. Und 1% von diesem 1% ist tödlich. Und da lässt sich Gold schürfen. Ich bin auf Goldsuche gegangen mit Spitzhacke und Spaten. Mein Vater war Bergarbeiter und so habe ich nur die Familientradition fortgesetzt. Ich habe die Anweisung, Sie zu beschützen. Schwachsinn, Mann. Da hat eben einer versucht, Sie zu überfahren. Ach, da hat so ein Knabe seinen Führerschein gekriegt und das mit seiner Clique begossen. Ich bin in Sicherheit, Mann. Rufen Sie in Ihrem Laden an und sagen Sie, ich hätte Sie versetzt. Ich übernehme die Verantwortung. Außerdem, ich glaube, ich habe da was laufen. Vielleicht auch zwei. Na gut, morgen als erstes. Lieber als zweites. Kommt jetzt, ihr Zauberschätze. Wollen wir mal sehen, was die Nacht uns noch bringt. Oh, hi. Hi. Sie sind Nickys alter Freund aus Tyneside. Und Sie sind Caroline Morton, die Vorsitzende des Clubs. Und, was gibt's? Ich bin in offizieller Funktion hier. Sorry, ich verstehe nicht. In welcher Funktion sind Sie hier? Ich war heute Nacht bei Nicky. Also hier drin? Ja. Also, ich habe um 10 ein Tutorium. Wir müssen sicher noch mal miteinander reden. Wo wohnen Sie normalerweise? Ich wohne in Penville. Gut. Verzeihung. Morgen. Morgen. Wo ist es? Wo ist was? Und das sind alle Personen, die gestern Nacht hier gebucht waren? Ja, die schon ausgecheckten Gäste sind rot markiert. Und der hier in blau? Zimmer 123, es war reserviert, aber es ist keiner gekommen. Hier steht, sein Name ist Louis. Ja, angeblich ein Polizist. Steven, hier ist Caroline. Ruf mich an. Erwürgt. Wie? Ich bin nicht sicher, eventuell mit bloßen Händen. Todeszeitpunkt? Ich schätze... zwischen 2 und 3 heute früh. Gut. Glück gehabt? Glück ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wie bitte? Das Zimmer war für Sie reserviert. Irgendwelche Menschen treiben Spielchen. Ich tippe auf das Zentralkomitee. Fangen Sie mit dem Bruder an, Stephen Gilchrist. Er muss Sie auch identifizieren. Das auf jeden Fall. Ich gehe mal zu Turnbull, solange das Bett noch warm ist. Starkes Zimmer, nicht? Wirklich angenehm. Mein Lieblingsbegriff überhaupt. Vom Feinsten. Eine Tasse Instant und dazu laktosefreier Kaffee, weißt du? Ich verzichte. Aha. Sie sind ja früh dran. Früh? Ja, ich weiß, Sie sind zwar mein offiziell zugeteilter Bodyguard, aber mein nächster Termin ist erst um 11. Bücher signieren.
Ich bin nicht in meiner Bodyguard-Funktion hier. Ach nicht? Habe ich was Falsches gesagt? Um welche Zeit waren Sie im Bett? Circa 2 Uhr. Gibt es Zeugen? Ja. Caroline Morton, die Vorsitzende des Oxford Clubs. War sie die ganze Nacht bei Ihnen? Falls sie nicht rausgeschlichen ist, als ich geschlafen habe. Ah, Sie haben geschlafen. Ziemlich viel sogar. Die Kondition ist nicht mehr das, was sie war. Hat Caroline geschlafen? Das müssen Sie sie fragen. Hätten Sie rausschleichen können, während sie schlief? Eine Sekunde mal. Das sind ja Alibi-Fragen, sowas erkenne ich doch. Worum geht's denn? Es geht um das tote Mädchen im anderen Zimmer, Mr. Turnbull. Die junge Frau, deren Leiche oben gefunden wurde, war kein Gast hier. Ja, das weiß ich. Wie hält Ihr Hotel das im Allgemeinen? Wie darf ich die Frage verstehen? Na, in Fällen, wenn Gäste nicht Gäste mit nach oben nehmen für, wenn Sie mir verzeihen, eine schnelle Nummer. Das ist eben eine Grauzone. Erklären Sie mir die Farbe Grau in diesem Zusammenhang. Also, gestern Abend zum Beispiel. 20 oder 30 Studenten bevölkern die Bar mit diesem Schriftsteller. Und er ist Gast hier. Er bestellt Champagner für alle, weil er einen Millionen-Filmvertrag feiert. Also, da kann ich nicht garantieren, dass jemand, der kein Gast ist, nicht durchs Netz schlüpft. Gut, und falls ich als Nicht-Gast dann ins Zimmer 123 wollte, was müsste ich tun? Sie brauchen den Generalschlüssel. Der sich immer in Ihrer Tasche befindet. Es liegen noch ein paar in der Schublade am Tresen. Jeder, der hier gearbeitet hat, weiß, wo die liegen. Und viele Studenten haben hier gearbeitet. Stephen Gilchrist, Caroline Morton, David Harvey. Hat einer von denen hier gearbeitet? Die müssen das nicht. Unser Team stellt die wichtigsten Fragen. Wann Sie gestern ins Bett gegangen sind? Haben Sie irgendwas gesehen, irgendwas gehört, irgendwen ermordet? Und wer buchte das Zimmer auf Ihren Namen? Ja, das auch. Und weiß irgendjemand was über diesen Revolver? Der war nicht geladen und soweit wir sehen können, wurde er auch nicht abgefeuert. Ist das nur so ein Designergeschenk? Außerdem brauchen wir die Namen aller Studenten, die gestern Abend in der Bar ein Glas tranken von Nicky Turnbulls Champagner. Ich kümmere mich weiter um den Fall, sobald ich nicht mehr Babysitter sein muss. Dann kannten Sie bis gestern Joe Gilchrist noch gar nicht? Nein, Sie waren ja selbst dabei. Aber Joe hatte die Idee, dass Sie nach Oxford kommen sollen. Das hat sie so gesagt. Ich meine, da gibt's wohl diese Komitees, Demokratie und so ein Zeug. Aber ich weiß nur, sie hat sich an meine Agentin gewandt, ob ich vor dem Club hier sprechen würde. Sieht ja im Lebenslauf gut aus. Also, haben wir gesagt, wenn es noch eine Signierstunde gibt, werden wir uns einig. Und Ihre Agentin hat alles arrangiert? Ja, die schiebt mich an und schickt mich los. Dann hat sie mir ein Hotelzimmer gebucht. Das war doch richtig, ja klar. Rund um die Uhrbewachung. Sie dachte, Sie müssen Ihr müdes Haupt irgendwo hinlegen. Rund um die Uhrbewachung heißt wach sein. Die Umstände ändern sich. Ja, und das auch für die hübsche junge Vorsitzende. Ach, was soll's, Mann? Ist alles Rock'n'Roll. Hallo. Für wen ist das? Das ist nicht für mich. Das ist für meinen Sohn. Und wie heißt er? Er heißt Darren. Darren. Was sollte das denn? Wenn der nicht wäre, würde Joe jetzt noch leben. Das müssen Sie mir erklären. Tut mir leid, das kann ich nicht. Bitte sehr. Danke. Sehr nett, sehr nett. Alles gut. Entschuldigung, einen kleinen Moment. Gehen Sie nicht weg. Sowas kennen Sie schon? Ja, immer wieder. Und wie lange geht das hier noch? Für die hier würde ich sagen 20 Minuten. Wir können ein Bier trinken oder was essen gehen. Bodyguards essen nicht. Aber ich würde gern mal was in meinem eigentlichen Beruf tun. Ich bin mal draußen. Passen Sie auf Studenten auf, die Fahrräder tragen. So, meine Kleine. Was kann ich für Sie tun? Gibt's denn schon was Interessantes? Die Videoüberwachung zeigt, dass da viele Studenten gestern im Hotel waren und einige davon betrunken. Ach, und ich habe die Verbindung von Turnbull zur schönen Stadt Oxford geklärt. Oh ja, machen Sie mich glücklich. Zwei der Colleges, Trevelyan und St. Jude's. Turnbull hat ihre Investmentportfolios geknackt und sie um viel Geld erleichtert. Und hat das was zu tun mit Joe Gilchrist? Absolut nichts. Na gut, ich habe ein paar Colleges ein paar Pfund abgenommen. Und ich wurde Anteilseigner an der Universität Oxford. Ach, was soll's, Mann? Die sollten auf ihr Geld besser aufpassen. Hat doch keinem geschadet. Ich meine, sehen Sie sich um, stürzen hier die Mauern ein? Robin Hood hat wieder zugeschlagen, ha? Huh? So ist es. Wie kommt es, dass all die hübschen jungen Frauen, 20-Jährige, ins Bett hüpfen was? Wollen mit... Mit so einem älteren Kerl wie mir? Würden Sie das auch Mick Jagger fragen? Sie sind doch nicht Mick Jagger. Klar. Ich bin nur ein B-Promi. Sagen Sie es nicht meiner Frau, aber ist schon erstaunlich, wie viele Frauen auf die Nummer mit dem netten Ganoven reinfallen.
Und es ging auch wirklich von ihr aus. Andererseits... Was? Es war vielleicht auch eine Sexfalle mit inszenierten Beweisen. So was machen die nämlich. Worum geht's denn da? Irgendein Professor, den sie bloßstellen wollten, hatten sie mir erzählt. Vielleicht sollte ich als Nächster blamiert werden. Und das macht Ihnen nichts aus? Ehrlich gesagt, ich hätte so halb einen flotten Dreier erwartet. Und da muss man ja nicht richtig ticken, um dagegen zu sein. Mir ist klar, dass es zu Hause eine Menge Fragen geben würde. Glauben Sie mir, so ein Sexzeug verkauft viele Bücher. Ich bewundere Ihre Offenheit. Also, jetzt erzählen Sie mir doch mal, was an diesen Morddrohungen dran ist, bevor Sie Ihre Offenheit wieder vergessen. Na schön. Meine Agentin hat wirklich ein paar anonyme E-Mails bekommen. Aber eigentlich nur albernes Zeug. Muss also von so armen Schweinen kommen, die gern so ein Hasszeug verfassen und Namensschilder in den Unterhosen haben. Und wir dachten, was soll's, das Paperback ist gerade raus. Machen wir es offiziell. Machen wir etwas Publicity. Niki spottet über Morddrohungen. Das haben Sie dann aus der Zeitung. Wir haben die Augen überall. Das Problem ist, der Schwachsinn funktioniert. So läuft der ganze Zirkus, Mann. Aber ja, ich bekenne mich schuldig. Das sind die Sachen, die ich aus Mr. Turnbulls Zimmer mitnehme. Hier ist die Liste. Ist das erlaubt? Nach den Bürgerrechten und so? Ich weiß nicht, ob die Bürgerrechte für den toten Mr. Turnbull noch so bedeutend sind. So sieht's bisher aus. Joe Gilchrist, 21 Jahre alt, im dritten Studienjahr, wurde heute früh tot in dem Hotel aufgefunden. Vermutlich erwürgt. Obwohl diese Blutergüsse darauf hinweisen, dass sie vorher einen Schlag auf den Kopf bekam. Sie hatte etwas Champagner getrunken, zwei Gläser vielleicht. Aber es gibt keinen Hinweis auf Drogen und keine Anzeichen für vorherigen Geschlechtsverkehr. Niki Turnbull, ehemaliger Krimineller, Bestsellerautor. Erschossen um 2:10 heute Nachmittag, direkt vor dem Hotel. Ein einzelner Schuss. Weitere Details, sobald die Ballistiker mit ihrer Arbeit fertig sind. Ist er denn bereits identifiziert worden? Seine Agentin kommt heute Nachmittag aus London. Sir, seine Frau. Ah, ich dachte, die Agentin. Sie sind ein und dieselbe Person. Das ist alles im Laptop. Gibt es noch was im Laptop? Noch nicht. Er war sehr exzentrisch mit den Passwörtern, aber wir schaffen es. Also dann weiter. Die möglichen Verbindungen zwischen den Opfern. Joe Gilchrist war eine Schlüsselfigur in dem Komitee, das Turnbull zu dem Auftritt eingeladen hatte. Turnbull verbrachte die Nacht mit Caroline Morton, der Vorsitzende des Clubs. Aber er erzählte mir noch, dass es womöglich eine Sexfalle war, um die Story an die Schmierblätter zu verkaufen. Joe Gilchrist hat nämlich sehr gern Personen in der Presse bloßgestellt. Anscheinend hatte sie dabei auch einen Oxforder Dozenten im Visier. Wir müssen ihn noch identifizieren und herausfinden, was er möglicherweise getrieben hat und ob es mit den Morden in Zusammenhang steht. Joe Gilchrist hat auch einen Bruder, Steven, der zurzeit in unseren Straßen Unsinn treibt und Fahrräder in Schaufensterscheiben schmeißt. Er ist es nicht. Oh nein? Er ist unten. Er will ein Geständnis ablegen. Was will er denn gestehen? Hat er nicht gesagt. Ist das alles? Was denn sonst noch? Ich bin weggelaufen, aber nur weil ich in Panik war und nicht wusste, was ich tun sollte. Ich konnte nicht klar denken. Ich war... Gut, ist ja gut, schon gut. Ganz ruhig. Tief durchatmen. Erzählen Sie ihm das mit dem Fahrrad. Sie könnten sicher noch wegen Sachbeschädigung angezeigt werden, aber wir wissen, dass es Ihr erstes Vergehen ist. Und wir sind nicht sehr aufgewühlt wegen der Fensterscheibe. Aha. Wer ist Sam? Sam? Ich habe gehört, Ihre Schwester wollte ihn, Zitat, auffliegen lassen. Er ist ein bekannter Professor für englische Literatur. Sein Name ist Weller, daher auch das Sam. Sam Weller, die Pickwickier, Dickens. Kenne ich auch. Hatte ich bei der mittleren Reife. Und ich fiel durch, das können Sie nachprüfen. Und hat Ihre Schwester nun das Gleiche vorgehabt mit Turnbull? Eine Sexfalle und dann die öffentliche Bloßstellung? Ist schon möglich. Und wieso geben Sie Turnbull die Schuld an Joes Tod? Ich weiß einfach, wenn er nicht hergekommen wäre, würde sie noch leben. Ich bin sicher, dass Joe und Caroline was geplant hatten, aber ich weiß nicht was. Sie hatten mich nicht eingeweiht. Sie sind doch Ihr Bruder. Es ist so, es gibt zwei Arten von Studenten hier in Oxford. Die eifrig Lernenden und die Windhunde. Und Sie sind? Ich lerne. Ich wäre zufrieden, mein Leben lang Bücher zu schreiben, die nur 37 Leute auf der Welt lesen wollen. Und Joe? Sie war ehrgeizig. Ich meine, Sie wissen, was Shelley gesagt hat. Und was nochmal? Dass Poeten die nicht anerkannten Gesetzgeber der Welt sind.
Und Joe meinte, Shelley liege falsch, denn heutzutage seien das die Zeitungsredakteure. Dann wollte sie die Welt regieren? Ja, irgendwie schon. Was ist mit Joes engen Freunden? Sie hatte keine. Sie? Caroline Morton? David Harvey? Menschen wie Joe umgeben sich mit Leuten, die ihnen vielleicht nützlich sein könnten. Sie kommen zusammen, wenn ihre Ideen sich überschneiden. Aber verwechseln Sie das nicht mit Freundschaft. Sie sind alle zu ehrgeizig für Freundschaften. Hathaway. 2 Minuten. Gehen Sie. Erzählen Sie mal was von der Waffe. Der Waffe? Bei Ihrer Schwester fand man einen Revolver. Der war ein Geburtstagsgeschenk. Von wem? David Harvey. Dem Rugby-Spieler? Es war nicht seine Idee. Sie hat sich eine Waffe zum Geburtstag gewünscht. Wo hat er den Revolver herbekommen? Keine Ahnung. Vielleicht von einem seiner Rugby-Kumpel, denn manche von denen sind ja militaristisch gesinnt. Und wozu brauchte sie sowas? Hatte sie Angst, dass ihr was passiert? Nein, sie hatte nie für irgendwas Angst. Sie wollte mit der Waffe sicher nur angeben. Das war ein exzentrischer Gag. Sie wollte das Ding nur, weil sonst keiner eine Waffe hatte. Erzählen Sie mir etwas über die Pressekonferenz. Es wird eine kurze Erklärung geben von D.I. Lewis, dem Leiter der Ermittlungen, gefolgt von einigen Fragen und vermutlich sehr wenigen Antworten. Weil Sie keine haben? Weil wir noch ganz am Anfang der Ermittlungen stehen. Gut, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Wir haben es mit 2 Mordfällen innerhalb von 12 Stunden zu tun. Wir wären natürlich für jeden Hinweis aus der Bevölkerung dankbar, falls etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges bemerkt wurde in der Nähe des Hotels, entweder gestern Abend oder heute Morgen. Ich beantworte später noch Ihre Fragen, aber zuerst wird Mrs. Turnbull eine kurze Erklärung abgeben. Danke sehr. Zuerst unterstütze ich vollkommen den Appell. Falls Sie uns helfen können, bitte, bitte tun Sie es. Ich schaue hier in die Reihen und sehe ein paar bekannte Gesichter der Boulevardpresse. Und ganz sicher werden wir in den nächsten Tagen einige Geschichten lesen über meinen verstorbenen Mann. Ich könnte Ihnen beim Schreiben helfen. Die Geschichten vom bekehrten Kriminellen, der auch als er ehrlich wurde, noch etwas von einem Gauner hatte. Ein echter Windhund. Ich beantworte ein paar, allerdings nur, wenn Sie kurz... Gibt es für die Polizei einen Zusammenhang zwischen den beiden Morden? Ja, den zuständigen Beamten. Mr. Turnbull wurde anscheinend erschossen von einem Scharfschützen. Wir wissen, dass er Feinde in der Regierung und im Pentagon hatte. Haben Sie auch Verbindung aufgenommen zu den Geheimdiensten? Wir suchen nach Verbindungen zu jemandem, der sehr präzise mit dem Gewehr schießen kann. Sie waren mit Turnbull zusammen, als es passierte. Könnte es auch sein, dass Ihnen der Anschlag gegolten hat? Ja, keine weiteren Fragen. Ich danke Ihnen. Das war sehr gut. Vielen Dank. Gut. Mr. Lewis. Ja? Verzeihen Sie bitte. Wir wissen ja, dass das hauptsächlich Blödsinn war, aber wenn sich was Pikantes ergibt, komme ich doch als Erster zum Zug vor den Jungs von den Mistblättern. Auf jeden Fall. Wissen Sie, Sie könnten mir sogar einen Gefallen tun, Norman. Welchen? Vermutlich hat Turnbull 2 Colleges um viel Geld erleichtert. Trevelyan und St. Jude's in den 90ern. Gab es da irgendwelche Folgen? Öffentlich wurde es nicht. Verabredetes Stillschweigen. Oxford muss in solchen Fällen unantastbar wirken. Ich bohre dann nach. Danke, Norman. Sie sind ein Ass. Verstehen Sie? Ja. Verzeihen Sie bitte. Und welche Pläne hast du? Was für eine Frage. Ah, tut mir leid. Ist ja gut. Naja, ich hatte geplant, hier mit Niki zu übernachten, eine kleine Erholungspause einzulegen. Würde es nützen, wenn ich noch hier bleiben würde? Wenn ich die Ermittlungen unterstütze, wie es so schön heißt? Ja, das würde es, wenn du es dir zumuten willst. Ja. Lass uns reden, ja. Das soll ja hilfreich sein, oder? Reden als Heilung, wie Sigmund Freud es genannt hat. Ich habe jetzt großen Hunger. Ist das jetzt schlimm? Eine ganz normale Reaktion auf Schock. Wir suchen uns was Ruhiges zum Essen und reden. Ich brauche nur noch mal 5 Minuten. Ja. Wo ist die Weisheit, die wir in der Information verloren haben? Was? T.S. Eliot. Ich weiß nichts über den Knaben. Hören Sie, ich möchte, dass Sie mit Caroline Morton und David Harvey reden. Die Reihenfolge ist egal. Fragen Sie sie nach Sexfallen und Waffen. Wollte Joe Turnbull erschießen? Wenn ja, warum? Und wie käme sie an die Munition?
Wir sparen uns Professor Weller für morgen früh auf. Und Sie sind wo? Ein Wiedersehen mit Freunden. Na, Razzia der Polizei. Wie aufregend. Ich ruf dich dann an. Ich hoffe, der Herr war großzügig mit den Silberlingen. Sie kennen bestimmt die goldene Hurenregel. Sei dein Geld wert und nie unter dem gängigen Tarif. Wann hast du ihn denn kennengelernt? Im Gefängnis. Vor 8 oder 9 Jahren. Was hast du im Gefängnis gemacht? Ich ging dort früher 2-mal die Woche hin. Du wirst es nicht glauben. Ich habe Schauspieltherapie gemacht. Erklär mir das mal. Die Idee ist, den Insassen zu helfen bei ihren Problemen, indem sie sie darstellen. Ich war so ein liberaler Gutmensch. Und, hast du Gutes getan? Ja. Ja, das habe ich wirklich getan. Entschuldigen, musst du dich gar nicht. Na, ich weiß doch, was Leute wie du von Gutmenschen halten. Wie kommst du darauf, dass ich dieser Typ Mensch bin? Also gut, nehmen wir an, du bist eine Ausnahme. Die Vollzugsbeamten sind auf jeden Fall so. Straftäter sind Straftäter und daran ändert auch kein therapeutischer Zirkus irgendwas. Ja, das glaube ich dir. Jedenfalls, Niki war in meiner Schauspielgruppe. Ich habe sie unter anderem ihre Geschichte erzählen lassen. Und er konnte sehr gut erzählen. Ich weiß zwar nicht, ob alles ganz genau gestimmt hat, aber ich habe ihn immerhin ermutigt, alles aufzuschreiben. Als er entlassen wurde, machten wir daraus ein Buch und den Rest weißt du. Und wie kam es dabei zur Heirat? Chronologisch war es Schauspiellehrerin, Lektorin, Freundin, Agentin, Ehefrau. Würden Sie gern die Weinkarte sehen? Oh, danke. Ich muss fahren, ich trinke nur Wasser, aber... Wäre das sehr schlimm von mir? Aber nein, bleibt unser Geheimnis. Also, was hatten Sie und Joe Gilchrist gestern Abend vor? Offensichtlich wollten Sie Niki Turnbull was anhängen, aber wie war dabei Ihr Plan? Ein Dreier im Bett? Sowas kommt gut an in der Boulevardpresse. Wir wollten sozusagen ein bisschen improvisieren. Aber sie ist nicht gekommen. Offensichtlich. Wollte sie auch den Revolver mitbringen? Nur als Theaterrequisit. Sie hatte keine Munition. Das wollten wir auch improvisieren. Er sollte eine Scheißangst kriegen und alles andere ergibt sich. Was haben Sie denn getan? Wir hatten zuerst Sex und sind dann eingeschlafen. Und dann am nächsten Morgen wachen Sie auf und Ihre Freundin liegt tot im Zimmer nebenan. Ich hatte doch keine Ahnung, klar? Wir waren auch keine echten Freundinnen. Joe und ich, wir waren uns gegenseitig nützlich. Nützlich? Das ist doch der Sinn von Oxford. Die richtigen Kontakte knüpfen und die nutzen einen fürs ganze Leben. Dann ist Vorsitzende des Clubs der erste Schritt zum Premierminister. Was wollen wir drauf wetten? Falls das alles so ist, hatte Joe Gilchrist keine Freunde. Ja, so ist es. Haben Mami und Daddy sie geliebt? Mami ist Alkoholikerin und Daddy lebt in Dubai mit der Au-pair. Welch glückliche Familie. Das gibt hier viel. War sonst noch was? Ja. Sagen Sie mir, wo ich David Harvey finde. Der stemmt Gewichte. Danke. Gestern in der Bar des Hotels ließ dein Mann Champagner für alle fließen. Niki hat gern angegeben. Anscheinend feierte er einen Filmvertrag. Ja, wir haben die Filmrechte nach Amerika verkauft. Das ist wohl was Gutes. Das bringt unglaublich viel Geld. Die Geschichte wird sicher verhunzt. Da wird's dann ein gut aussehender 20-Jähriger in L.A., der seine Kleine kriegt und zu Gott findet. Aber so ist das Business. Erzähl doch mal von dem Business. Du als Agentin, du erhältst doch einen Anteil von dem, was deine Autoren verdienen. Ja. Wie viele Klienten hast du? So ein 50 Dutzend. Lauter unterschiedliche Autoren? Nein, sie sind ziemlich gleich. Ach, ich dachte, es wäre typisch für Künstler, dass sie alle verschieden sind. So wie in der Musik. Mozart klingt wie Mozart, Beethoven wie Beethoven. Entschuldige, aber hier geht es nicht um Kunst, hier geht es um den Büchermarkt. Weißt du, wo die größten Zuwächse bei den Verlagen liegen? Bücher übers Abnehmen? Nein, echte Verbrechen. Dann sind alle deine Klienten Ex-Knackis? Naja, 2 sitzen schon wieder, aber ja. Niki war der Erste. Er erregte viel Aufmerksamkeit und dann standen die Ex-Sträflinge Schlange bei mir mit ihren Geschichten. Ich war ein Drogenboss, ein harter Vollstrecker, ein Safe-Knacker, ehe ich erleuchtet wurde.
Alle unterschiedlich und doch ganz gleich. Mörder? Auftragskiller? Ja, zwangsläufig. Nicky hat mir erzählt, er hätte sich ein paar Feinde gemacht, ehe er ins Gefängnis kam. Und noch ein paar mehr, als er dort gesessen hat. Und möglicherweise noch mehr, als er aufgehört hat. Du bist ihm begegnet. Er liebte das Risiko. Aber ja, das Gefängnis wäre schon ein guter Ansatz. Ich war erst im zweiten Jahr, als sie abging, aber ich weiß noch ihren Spitznamen. Ich kannte den gar nicht. Alle nannten sie WC. Ich habe Angst, danach zu fragen. Das stand für Wolfgang Christus. Es hieß, sie könnten sich nicht entscheiden, ob sie Mozart werden wollten oder Jesus. Und jetzt sind sie Polizist. Ja, ein Kompromiss. Erzählen Sie mir von dem Turnbull-Vortrag. Was soll ich Ihnen denn dazu sagen? Sie saßen in dem Komitee. Das heißt aber gar nichts. Es war immer nur Joes Gang. Sie traf die Entscheidungen, sagte, was wir tun sollten. Was war Ihre Aufgabe in Joes Gang? Eigentlich hatte ich keine mehr. Können Sie das näher beschreiben? Joe und ich waren mal zusammen, dann hat sie mich abserviert. Wann ist das gewesen? Als ich nicht mehr nützlich war. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mir die Umstände näher erklären würden. Noch vor 3 Monaten war ich ein Star. Rugby, international. Bedeutende Clubs hielten mir dicke Verträge unter die Nase. Ich hing mit den VIPs und Promis rum. Und dann landete ein 120 Kilo schwerer Australier auf meinem Knie. Es gibt nichts Überflüssigeres als einen verletzten Sportler. Wieso schenkten Sie ihr den Revolver? Den hatte sie sich gewünscht. Sie kriegte immer, was sie wollte. Bis jetzt. Kann sein. Woher hatten Sie den? Der lag irgendwo bei uns zu Hause. Liegen viele Waffen bei Ihnen zu Hause? Der ist so ein Familienerbstück, vermutlich von meinem Großvater. Der war im Krieg. Ich habe ihn gereinigt, poliert und eine rosa Schleife drum gebunden. Die Dinger können aber tödlich sein. Ist ja klar. Patronen habe ich ihr nicht geschenkt. Die wären bei ihr nicht sicher gewesen. Sie war echt rücksichtslos, aber sie hätte nie jemanden umgebracht. Nur öffentlich auffliegen lassen. Sie meinen Professor Weller? Nein, ich meine das generell. Schon klar. Sie hat sich viele Feinde gemacht, aber sie wollte keinen davon umbringen. Und die wollten das bestimmt auch nicht. Doch letzten Endes war sie tot. Ja, klar. Es ist saudumm und unfair. Gibt es sonst jemanden in Ihrem Leben? Reden wir jetzt von Frauen? Wir reden von Frauen. Die internationale Kappe wirkt noch Wunder. Abgesehen von Joe hatte ich die freie Auswahl. Hoffentlich hat sie den gängigen Preis gekriegt. Meine leidenschaftliche Nacht mit dem todgeweihten Bestseller-Autor. Ich nehme an, die trauernde Witwe ist nicht sehr erfreut. Trauert sie denn? Ich würde sagen, sie steht unter Schock. Die Tränen kommen später. Ist es denn so, dass Sie Ihr alter Freund waren? Es geht mich zwar nichts an, aber... Also, ich bin in der 13. gewesen und Sie in der 12. Da war ich mit ihr in der Disco. Und auch zu einem Fußballspiel. Und dann habe ich Karten gekauft für ein Konzert, aber da wollte sie nicht hin, weil sie nicht auf Barry Manilow stand. Und das war's dann. Stehen Sie denn auf Barry Manilow? Nicht besonders, aber ich hab's von ihr geglaubt. Ein lausiges Spiel war's auch noch, 2-1 verloren gegen die Blackburn Rovers. Erwartet er uns? Ja. Das sind also die Türme, wo er seinen Träumen nachhängt. Was anderes kann man ja auch nicht damit machen. Professor Weller, man sagte uns mit dem Sam in der Schlagzeile, seien Sie gemeint. Ja, so ist es. Es ist eine literarische Anspielung. Auf Dickens, ja, das wissen wir auch schon. Ist die Sache wahr? Was ist schon wahr? Man diskutiert über dieses Thema hier schon seit vielen hundert Jahren. Sind Sie denn nun in einen Examensbetrug verstrickt? Ein Betrug? Könnten Sie das Wort definieren? Eine klare Irreführung, eine Täuschung, ein Schwindel. Ist Ihnen das präzise genug? Können Sie auch ein Beispiel nennen? Also nehmen wir an, meine Tochter geht zur Schule und sie möchte gern auf ihr College. Und ich schenke der Schule eine große Geldsumme. Und die Schule gibt ihrem College eine große Geldsumme. Und diese hübschen Summen haben nette Namen wie Stiftung. Und ich halte das eher für Bestechung. Wie auch immer, siehe da, meine Tochter erhält den Platz an ihrem College. Aber das ist nicht meine Sicht der Dinge. Dann schildern Sie uns Ihre Sicht der Dinge. Meine Sicht der Welt ist bestimmt von Büchern. Bücher sind mein Leben und meine Arbeit. Aber wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eine Welt, die nicht von Büchern bestimmt ist, sondern von Informationen. Meine Studenten benutzen Wörter wie Blog und iPod und Google Wack und Cyberspace. Ich bemühe mich, alles zu verstehen.
Ich bin sogar zum Vortrag des verstorbenen Mr. Turnbull gegangen, um einen Einblick zu gewinnen. Ja, ich habe Sie da gesehen. Ja, sicher. Die unmittelbare Konsequenz ist die, dass den Bewerbern nicht bestimmte Bücher zum Lesen empfohlen werden, sondern sie hingewiesen werden auf Websites. Ist das das Wort? Das ist das Wort. Wo sie dann vielleicht erleuchtet werden. Oder wo meine Tochter, sie möchte ja gern auf ihr College, womöglich die richtigen Antworten auf Fragen findet, die sie ihr stellen könnten, falls sie zum Beispiel ihre Aufnahmeprüfung macht oder zum Vorstellungsgespräch kommt. Nein, nein, sagen Sie es bitte nicht, Professor. Es gibt keine richtigen Antworten. So ist es. Hier war Joe Gilchrist College? Ja, richtig. Ihre Studentin führte also eine verleumderische Kampagne gegen Sie? Was wollten Sie dagegen tun? Ich kann es nicht leugnen. Ich hatte an mehrere Optionen gedacht, aber ich hatte keinen Mord ins Auge gefasst. Und ich muss noch zwei weitere Punkte ansprechen, bevor Sie gehen. Es war nicht meine Idee, die Lehre an den Universitäten nach den Prinzipien eines orientalischen Basars zu organisieren. Und bedenken Sie, mein Fachgebiet beginnt mit dem Werk von Aischylos. Das war vor über 2500 Jahren. Ihre Belange dünken mich wie ein flüchtiges, kaum wahrgenommenes Kräuseln auf dem weiten Ozean. Oh, den Professor würde ich gern einbuchten. Und sein Vergehen? Er ist ein aufgeblasener Ochse. Ich möchte den Schuppen hier abfackeln. Ich gehe ins Gefängnis. Im Knast fühle ich mich mehr zu Hause. Erzählen Sie mir von Diane Turnbull. Da lässt sich nicht viel sagen. Sie kam zu uns mit einem dürftigen Lebenslauf. Damals haben wir jeden genommen, der lesen und schreiben konnte. Dürftig? Erfolglose Schauspielerin oder eher Darstellerin. Sie hat ein paar Sachen gemacht auf der Alternativszene und kleine Rollen in Krimiserien. Wie hat sie sich hier gemacht? Überraschend gut. Oh, eine Frau zu sein hilft hier, dann können die Kerle hier scharf auf sie sein. Und sie hat eine halbwegs anständige Inszenierung von Julius Caesar hingekriegt. Ach, ich habe ein Geschenk für Sie. Das Programm als Andenken. Turnbull war Caesar? Ja. War gut? Na, ich habe nie einen Römer gekannt. Der klang wie aus Newcastle. Aber es gab wohl auch keinen, der sich anhörte wie John Gielgud. Diane spielte seine Frau? Calpurnia. Caesars Frau muss über jeden Verdacht erhaben sein. Sie ist damals natürlich noch nicht Mrs. Turnbull gewesen. Ich weiß, Diane Fraser. Ich kenne sie von der Schule. Oh, wenn das so ist, ist sie auch über jeden Verdacht erhaben. Naja, ich sehe sie nicht als Serienkiller mit einem Schnellfeuergewehr. Ja, das ist eher eine männliche Spezialität. Turnbull sagte mir, er habe sich vermutlich ein paar Feinde hier gemacht. Natürlich, der Mann war ein Dieb. Ihr Beamter sagte das auch. Was hat er gestohlen? Kennen Sie sein Buch? Nein, den Job habe ich an meinen Sergeant delegiert. Der hat einen Schnelllesekurs absolviert. Tja, in groben Zügen stimmt es, das mit dem Computerbetrug und so, aber er hat es ausgeschmückt mit all den Sachen, die er von anderen Häftlingen gehört hatte. Die Namen hat er zwar geändert, aber es war eindeutig, was er da gemacht hat. Er hat Ihnen Ihre Geschichten gestohlen? Heutzutage nennt sich das geistiges Eigentum. Aber reicht das aus, um jemanden zu ermorden? Ich bitte Sie, Mr. Lewis, Sie kennen doch solche Menschen genauso lange wie ich. Man hat schon Leute umgebracht wegen einer Packung Zigaretten oder einer Tafel Schokolade. Und da steht ja nicht nur einer ihre Geschichte. Gestohlen wird dem anderen auch die Würde. Es gibt noch etwas, was Sie wissen sollten. Es ist ein Fachausdruck. Als Turnbull hierher gekommen ist, war er ein funktionaler Analphabet. Was? Er konnte nicht lesen und schreiben? Er hat immer alle getäuscht und er konnte natürlich brillant mit Zahlen umgehen. Wir wissen, er hatte Probleme mit der Rechtschreibung. Darauf hätte man schon in der Schule achten sollen, aber das hat keiner. Der Mann konnte toll reden, aber... Mrs. Turnbull schrieb das Buch. Allerdings. Ach, es gab die Theorie, dass ich vielleicht das Opfer sein sollte. Das mag auch der Fall sein. Es sind Berufsverbrecher. Ein Bulle weniger und man kommt sicher in den Himmel. Passen Sie gut auf sich auf. Gerichtsmedizin und Ballistik glauben, dass der Mörder von dort aus auf Nicky Turnbull schoss. Haben Sie was Nützliches entdeckt? Nein. Wie kam er denn darauf? Mit dem Lift zum vierten Stock und über die Feuerleiter aufs Dach. Also auch direkt vorbei an der Rezeption? Ja, vorbei an Chloe, einer PPW-Studentin. Sie jobbt dort fürs College. Und die Videoaufzeichnung? Nichts zu erkennen. Und glauben Sie, dass David Harvey sowas tun könnte? Harvey? Naja, er wird von Joe Gilchrist abserviert.
Sie zieht los, um unaussprechliche Dinge mit einem Ex-Knacki abzuziehen. Er war betrunken, er folgt ihr. Er ist ein kräftiger Bursche, sein Knie tut weh, er rastet aus. Wieso sollte er den Kerl ermorden? Die klassische Situation ist doch sehr beliebt. Turnbull sieht ihn dabei, also muss Harvey den Zeugen töten. Das glaube ich nicht, Sir. Wieso nicht? Na, abgesehen von anderen Dingen war er... Er war auf meiner alten Schule. Ich nehme an, wir reden von einer besonderen Privatschule für Jungen. Ja. Und von da aus geht man dann direkt nach Oxford und danach regiert man das Land. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Sir, aber das klingt nach einem großen Minderwertigkeitskomplex. Unser Schulmotto war, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Wir hatten die Auswahl. Dann reden wir doch mal mit Mrs. Turnbull über Julius Caesar. Wo sind jetzt all diese Schauspieler? Hat er ihre Geschichten geklaut? Na, Caesar wurde das Opfer einer Verschwörungsgruppe. Also überprüfen wir Brutus, Cassius, Casca. Wir sind in Oxford, nicht im alten Rom. Die sind leicht zu verwechseln, Sir. Jim Winston, das war sehr traurig. Schizophren. Er hat sich im letzten Monat vor einen Zug geworfen. Charlie Reed, ja, unser Inspizient. Stark wie ein Ochse. Ein ziemlicher Spinner. Ach, ich erinnere mich an den. Der ist doch von hier. Moss und ich haben ihn überführt. Schwere Körperverletzung, ganz heftig. Den könnte man ja überprüfen. Er ist der Einzige, vor dem ich Angst hatte. Und schon kriegt unser Charlie ein Sternchen. Stuart Malcolm. Nein, der ist vermutlich in London. Kommen Sie ihm nicht zu nahe. Da konnte man die Hoffnung nur aufgeben. Auch Shakespeare konnte ihm nicht helfen. Ray Hansen. Er ist meine Erfolgsgeschichte. Er hat eine kleine Autovermietung. Er hat mich übrigens gestern hergefahren. In dieser Protzlimo mit den getönten Scheiben? Ja. Wo ist die Firma? So, auf halbem Weg zwischen hier und London. Ich habe seine Karte irgendwo. Hier. Ja, das sind die einzigen, über die ich was weiß. Zurück zur Sklavenarbeit am Computer. Auf der Suche nach Weisheit. Naja, danke dafür. Da wäre übrigens noch etwas. Es ist eher privat. Wir sehen uns sicher noch. Ich falle Ihnen ja ungern auf die Nerven, aber mein Taxi glänzt auch weiterhin durch Abwesenheit. Verzeihung, Mr. Webster. Ich rufe da nochmal an. Burnett. Sind Sie Amerikaner? Ja. Hallo? Ich gebe meinen Eltern die Schuld, wem sonst? Wir hatten ein Taxi gestohlen, Mr. Webster. Ein Detective. Ermittlung in einem Doppelmord. Und ich bin Amerikaner und verlasse die Stadt. Hatten Sie Erfolg hier? Ich halte den Briten Vorträge über die James-Brüder. William und Henry im Gegensatz zu Frank und Jesse. Wenn es nach der Zuhörerzahl geht, habe ich die falsche Wahl getroffen. Mein jüngster schmaler Band. Ah ja. Ich habe hier gelesen, dass Mr. Turnbull vielleicht verfolgt wurde vom Pentagon. Ich gebe Ihnen mein Wort, Detective. Ich hasse meine gewählte Regierung. Ich weiß gar nicht, wie man CIA schreibt. Wir wussten von Ihren Vorträgen. Wir hatten das gecheckt. Ich hoffe, Sie finden das beruhigend. Was ist das Problem? Das Hotel meine ich. Ich wünschte, ich könnte mir sowas leisten. Das Personal ist reizend, der Service gut. Es ist nur, ich schlafe... Nein, vielmehr, ich kann nicht schlafen auf dem Gang, wo die Frau ermordet wurde. Und dann schaue ich aus dem Fenster und sehe Nickys Blutflecken. Du könntest nach Hause. Ja. Ich weiß, aber... Aber das Haus wird mir völlig... leer vorkommen ohne Nicky. Und wenn ich fahre, will ich all seine Sachen mitnehmen, aber die Polizei hat die eben noch und... Da malen die Räder der Spurensicherung leider nicht rekordverdächtig. Es sind nur ein paar Sachen zur Erinnerung, die ich haben möchte. Es ist wahrscheinlich schwer für dich zu verstehen. Es ist sehr einfach für mich zu verstehen. Wieso? Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Sie schlagen vor, Mrs. Turnbull sollte heute bei Ihnen übernachten? Wieso? Sie steht sehr unter Schock. Und sie kann das Hotel nicht leiden. Es hat dort einen Mord gegeben. Und ihr Mann wurde fast auf der Schwelle erschossen. Sie möchte nicht allein nach Hause und... Und Sie kennen sie schon aus der Schulzeit.
Daher vertraut sie mir. Vielleicht ist sie die Hauptzeugin und zurzeit auch noch eine mögliche Verdächtige. Ich sehe Diane nicht als Killer. Ich denke hier wie ein Anwalt vor Gericht, der die Polizei diskreditieren will. Und ich denke wie ein alter Freund, der sich zu jedem Zeitpunkt streng an die Vorschriften hält. Also gut, aber mit Unterstützung. Herein. Ja, was ist? Ich glaube, ich bin auf was Interessantes gestoßen. Dann klären Sie uns sofort auf. Charlie Reed arbeitet als Rausschmeißer im Lower Depths. Was um Himmels Willen ist das Lower Depths? Das ist so ein Kellerclub, laute Musik und viel Alkohol. Da trifft sich die ganze Stadt und Uni. Die Jungs aus der Siedlung freuen sich da jedes Wochenende auf die Sportler der Uni, um sich mit ihnen zu prügeln. Das ist Charlie in seinem Element. Mr. Lewis, wie geht's denn so? Eine Menge Morde, aber sonst gut. Das mit Moss tut mir leid. Er war ein Mistkerl, aber man wusste, woran man bei ihm war. Geht's um meinen Hauswirt? Ihren Hauswirt? Der denkt, ich hätte seinen Hund gekillt. Ist es so? Der junge Mann will mir nur Ärger machen. Mit dem werde ich noch reden. Dann wird's wohl um den schrägen Professor gehen. Jetzt wird's schon wärmer. Kommen Sie morgen früh wieder, Mr. Lewis. Wir haben heute ein Kampfsportteam aus Liverpool zu Gast. Da werde ich jetzt gebraucht. Sagen wir den Kollegen Bescheid? Die Typen klären schon ganz allein ihre Probleme. Außerdem, das ist schon spät. Mein Logiegast wird denken... Geben Sie doch nicht mehr. Sorry. Sir, das ist mir rausgerutscht. Es war ein langer Tag. Und er ist noch nicht zu Ende. Kein Barry Manilow steht da. Nein, ich mochte ihn nie besonders. Aber mit 18 dachte ich, du magst ihn. Wir wissen eigentlich gar nichts voneinander. Hast du eine gute Ehe gehabt? Ich sehe da nur das Foto stehen. Ja, wirklich schön. Die allerbeste. Das freut mich sehr. Ja, ich auch. Ich meine, viele haben mir nicht geglaubt, aber es ist so. Es war zwar riskant, aber ja, es war wirklich sehr gut. Ja, weißt du, das ist der Unterschied. Ich glaube nämlich an Sicherheit. Deshalb bin ich wohl auch Polizist geworden. Ich will die Menschen beschützen, die ein sicheres Leben leben wollen. Wir haben die Anrufe auf Turnbulls Handy ermittelt. Der eine ging offenbar an einen Anwalt aus London, der sich weigerte, uns den Grund zu nennen. Das Anwaltsgeheimnis natürlich. Die alte Leier. Ja, aber ich habe einen Kumpel, der ist Anwalt, mit dem war ich... Auf der Schule. Ja? Und? Und laut ihm ist der Mann, mit dem Turnbull gesprochen hat, Scheidungsanwalt. Und sie hat gesagt, es sei eine sehr gute Ehe gewesen. Ich habe gestern Abend Turnbulls Buch gelesen, Langsam. Er schreibt da über einen Auftragskiller, der heißt Roy. Alias Ray Hansen. Der war Brutus in der Aufführung. Ihre Erfolgsgeschichte, der mit der edlen Limousine mit den getönten Scheiben. Der Römer, früher bekannt als Roy Hardwick, ehemaliger Soldat, Spezialeinheit SAS, diente in Nordirland, verkaufte vermutlich Waffen an jeden, der sie bezahlen konnte. Dann ist er abgetaucht. Und 3 Jahre später taucht Ray Hansen an der Börse in London auf und verkauft nicht existierende Aktien. Soll ich mal mit dem Herrn reden? Ich will, dass Sie ihn herbringen, zum zweiten Frühstück und das diskret. Dafür bin ich schon immer bekannt gewesen. Wo haben Sie Mrs. Turnbull gelassen? Beim Guardian-Kreuzworträtsel und einer Tasse Kaffee. Ach, und sie hat die Küche aufgeräumt, bevor wir gingen. Ich wette, sie hat bestimmt alles an den falschen Platz gestellt. Ja, ich habe sie nach Oxford gefahren, beide, Nikki und Diane. Haben Sie sie zu Hause abgeholt? Nikki von ihrem großen Haus in Wandsworth. Diane war schon hier, als wir den Anruf wegen des Anschlags kriegten. Da steht ihr Wagen. Weswegen war sie denn hier? Ich schreibe ein Buch. Scheint ja um sich zu greifen. Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Morde?
Kommt drauf an, wann die stattfanden. Ich weiß nur das, was in der Zeitung steht. Die Studentin Jo Gilchrist wurde gegen 2 Uhr früh ermordet. Während ich fest geschlafen habe in meinem Bett. Ganz allein. Es sei denn, Sie akzeptieren Arthur C. Clarke als Zeugen. Nicky Turnbull wurde um 10 nach 2 nachmittags erschossen. Da war ich dann irgendwo unterwegs. Lassen Sie mich nachsehen. Haben Sie auch so eins? Ja, ich bin schon ein Freak, aber ich finde, präzise Informationen überzeugen auch das Finanzamt, dass ich jetzt wirklich voll resozialisiert bin. So, jetzt dürfen Sie alles wissen, was ich weiß. Danke. Kamen Sie gut aus mit Nicky Turnbull? Ja, ist ein guter Kumpel. War ein guter Kumpel. Er ruhe in Frieden. Er war schon mein bester Freund in der Schule. Und Feinde? Als Diane dann im Knast auftauchte. Oh, das können Sie sich vorstellen. Und sie entschied sich für Nicky Turnbull. Als wir die Szene im Stück hatten, in der alle Julius Caesar töten, war es ein großes Glück, dass unsere Dolche aus Holz waren. Und Sie spielten Brutus. Et tu? Brute? Ja, ich weiß, der beste Freund, der sich am Ende gegen ihn stellt. Naja, aber das ist Theater. Sergeant, glauben Sie mir, ich bin ein ehrenwerter Mann. Fragen Sie das Finanzamt. Könnten Sie sich vielleicht mal eine Stunde Zeit nehmen? Es gibt ein paar Dinge, die wir Ihnen gerne im Dezernat zeigen möchten. Es ist immer eine Freude, dem Staat behilflich zu sein. Es ist auch so, dass ich Diane sowieso abholen muss, also folge ich Ihnen in der Limo, wenn es recht ist. Wo ist er? Im Verhörraum mit einer Tasse Kaffee. Das hier sind seine Termine. Hier ist das Alibi, das ich schon vorbereitet habe. Ja, genau. Aber wieso sollte er Turnbull umbringen wollen? Na, wenn er professioneller Killer ist, hat ihn jemand dafür bezahlt. Wer zum Beispiel? Mrs. Turnbull zum Beispiel. Was? Naja, ich weiß, Sie waren auf derselben Schule, aber... Das hat doch nichts damit zu tun. Gut, nehmen wir mal an, Sie hätten eventuell recht. Eines der Dinge, die man beim SAS lernt, ist, Verhöre durchzustehen, einschließlich Folter durch viel unfreundlichere Leute als Sie, Mr. Lewis. Sie glauben also, ich sei verwickelt in die Morde an einer Studentin und einem Kriminellen und späteren Bestseller-Autor. Sie haben bereits von mir 2 perfekte Alibis. Jetzt sind Sie dran. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wir haben die zur Abschreckung anbringen lassen, wegen der Vandalen in unserer Gegend. Es gibt Menschen, die unsere Buntglasfenster zutiefst verachten. Ist das wichtig? Es könnte die Antwort auf unsere Gebete sein. Dann hätten unsere Kameras hier einen Wert. Jetzt sehen wir doch mal, ob mir einfällt, wo die Gebrauchsanweisung liegt. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Ist schon gut. Ich hatte ein nettes Gespräch mit Dr. Hobson. Ich denke, sie steht auf dich. Wieso hat dein verstorbener Ehemann mit Scheidungsanwälten Kontakt aufgenommen? Weil wir uns scheiden lassen wollten. Aber du hast doch gestern gesagt, deine Ehe sei sehr gut gewesen. War sie auch, für eine Weile. Es gibt ein Verfallsdatum bei Rock'n'Roll Ehen. Ich hatte es satt, gefährlich zu leben. Wie würdest du dein Verhältnis beschreiben zu Ray Hansen? Beruflich. Warst du über Nacht dort? Ja, und letzte Nacht habe ich bei dir übernachtet, aber wir sind nur gute Freunde. Er schreibt ein Buch, verstehst du? Ja, Geständnisse eines Auftragskillers. Und du hilfst ihm bei den langen Wörtern? Das ist nicht nötig. Er ist sehr gut in Rechtschreibung. Er hat an der Fernuniversität Anglistik studiert, während er gesessen hat. Resozialisierung. Wohin man blickt. Sir? Glaub mir, Ray hätte man nicht erwischt. Er fährt sehr gut. Er hat häufig Fluchtwagen gesteuert. Wir haben nachgefragt bei der Bank. Letzte Woche hast du 5.000 Pfund an Hansen gezahlt. Das war der Verlagsvorschuss. Und es waren nicht genau 5.000 Pfund. Davon gingen meine Provision und die Steuern ab. Gut, lass uns noch mal auf den Anfang zurückkommen. Joe Gilchrist kam auf euch zu, um Nicky zu überreden? Nein, sie nicht. Sie nicht? Nein, Joe Gilchrist hatte nichts damit zu tun. Es war dieser Rugby-Spieler. Ja, er hat zuerst angerufen. Er bestätigte alles per E-Mail und die E-Mails brieflich. Der Kerl hat uns so lange genervt, bis wir einwilligten. Aber uns wurde gesagt, dass Joe die ganze Sache inszeniert hat. Wir sind mitten im Spiel. Entschuldigung. Das Spiel, könnte man sagen, ist vorbei. Ist ja furchtbar. Wahrscheinlich ist das Haus schon umstellt.
Und die Flughäfen sind abgeriegelt. Wir wissen, Sie haben eine Beinverletzung, aber trotzdem. Ich kann joggen, aber nicht rennen. Neues kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Mitleid mit einem Buchhalter hätte, aber ich denke jetzt an einen Mann an einer unserer alten Universitäten, der aufgrund meiner Aktivitäten Selbstmord beging. Zitat Ende. Ich habe mich bei einem alten Freund von der Oxford Mail erkundigt. Der Mann, der aus dem Leben geschieden ist, war Finanzberater vom Trevelyan College und von St. Jude's. Die hatten einen Millionenverlust. Er hatte keine Zukunft und beging Selbstmord. Und er war ihr Vater. Ja, das war furchtbar feige und schrecklich für die Familie. Ja, ein Waschlappen, oder? Nicht so ein super Rugby-Spieler und toller Kerl wie sein Sohn. Sie sind aus härterem Holz geschnitzt. Und Sie luden Turnbull nach Oxford ein. Was war der Plan? Ihn herbestellen, ihm eine Lektion erteilen? Ich meine, er war ja nur so ein kleiner Angeber aus dem Norden. War nicht mal auf einer vernünftigen Schule. Ist ja erstaunlich, Sie haben so einen kleinen Leutesnobismus, Mr. Lewis. Ja, das ist eine alte Schwäche von mir. Ich dachte, es wäre amüsant, Turnbull zu erschrecken. Das ist alles. Und wieso sind jetzt zwei Menschen tot? Sie sind doch der tolle Detective. Es gibt so einen alten Spruch über die Rugby Union. Gentlemen verhalten sich wie Hooligans. Es ist ein Spiel für Kerle. Ja, und Sie sind ein Hooligan durch und durch, nicht? So ein eisenharter Hooligan. Ich habe heute Morgen mit einem Hooligan gesprochen. Jemand, der tatsächlich so lebt. Nicht so ein reicher Amateur. Es ist sein Handwerk. Seine ganze Art, könnte man sagen. Er sollte den Auftrag ausführen, Joe Gilchrist eine Lektion zu erteilen. Man bot ihm Geld dafür, aber er lehnte das ab. Und wissen Sie warum? Er sagte, er könnte das nicht mit einer Frau tun. Ein Hooligan, aber ein Mann mit Prinzipien. Sie würden ein Prinzip nicht mal erkennen, wenn man es Ihnen an die Stirn kleben würde. Wir haben heute früh mit Ihrer alten Schule telefoniert und dort mit Ihrem Klassenlehrer gesprochen. Sie haben eine Menge vorzuweisen. Zweimal von der Schule geflogen, weil Sie Jüngere geschlagen haben. Hast du mich verpfiffen? Reden Sie keinen Unsinn. Und gesperrt in der letzten Rugby-Saison. Sie haben aus dem Kiefer Ihres Gegners Kleinholz gemacht. Ich habe mich bei dem Kerl nur revanchiert. Ist was ganz Normales. Frauen zu schlagen ist allerdings nichts Normales, klar? Nicht in einer zivilisierten Gesellschaft. Nicht, wenn man ihr gerade ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Nur ein Wort, Mr. Lewis. Beweise. Ein Beweis. Wo gefunden? In einer Jacke in Mr. Harveys Zimmer. Und die haben Sie am Abend des Vortages getragen. Wie war das gedacht? Joe sollte die Waffe mitbringen und Sie die Munition? Aber sie hat einen Rückzieher gemacht. War es so? Ja, das ist das Problem bei Frauen. Sie sind so unzuverlässig, finden Sie nicht? Nicht so wie ein richtiger, gut ausgebildeter Elite-Hooligan. Anfangs war sie von der Idee begeistert. Ein Mordkomplott. Wow, sagte sie, das ist ja ungeheuer cool. Dann traf sie Turnbull und er ließ seinen Charme spielen. Den können wir nicht umbringen, sagte sie. Der ist ja echt süß. Das war der Moment, als sie das sagte. Der ist ja echt süß. Sowas lässt sich nicht machen mit einer echt Süßen. Und Chloe? Hatte sie vielleicht eine andere Einstellung zu echt süßen Dingen? Vielleicht findet Chloe sie ja echt süß. Möglicherweise. Süß genug, um ihnen Zugang aufs Dach zu verschaffen? Süß genug, um auf ihr Gewehr aufzupassen? Ich sehe hier kein Gewehr. Das Gewehr stand in Chloes Schließfach im Hotel. Sie hat uns die ganze Geschichte erzählt. Frauen haben leider nicht viel Glück bei Ihnen, nicht? Die Schule soll einem beibringen, wie man ohne sie klarkommt. Bei Eltern ist das ähnlich. Können Sie damit umgehen? Was ist das? Stecken Sie es ins Ohr, dann hören Sie es. Was? Das ist die Musik unserer Gruppe. Oh, danke. Hallo Dani, hallo Marc. Herzlichen Glückwunsch zu über 50.000 Abonnenten bzw. Zuschauern und Zuhörern. Und es freut mich wirklich immens, dass ihr diesen Meilenstein geschafft habt und dass ich ein klitzekleiner Teil davon sein darf. Und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass ihr fast ein ganzes Fußballstadion füllt und ihr in der Mitte des Platzes steht und wir Zuhörer und Zuschauer drumherum sitzen, das ist doch wirklich eine Wucht, oder?
In jedem Fall vielen, vielen Dank für all eure Videos und Informationen und für all die Zeitreisen und Zeitsprünge, die wir mit euch machen dürfen. Ja, einfach ein großes Dankeschön und auf jeden Fall weiterhin alles Gute und immer schön retro bleiben, und das wünscht euch Bitter Süß.